Zu einem Schwelbrand in einem Zimmer im Obergeschoss eines Wohnhauses an der Grotmarstraße in Göttingen kam es am Freitag gegen 18.30 Uhr. Der Brand war nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr vermutlich nach Lötarbeiten an einem Heizungskörper ausgebrochen. Dadurch war Rauch entstanden. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren neben der Polizei die Berufsfeuerwehr, die Feuerwache Klinikum, die Ortsfeuerwehr Herberhausen sowie der Rettungsdienst. Zur Höhe des Schadens gibt es noch keine Informationen.